Vom einst jüngsten Wohnkomplex zeugen im WKC nur noch zwei große Schuttberge. Bis Ende des Monats sollen auch die abgetragen sein. Im kommenden Frühjahr wird es vor allem für Auswärtige kaum noch einen Hinweis auf das Wohnquartier geben. Errichtet wurde es zwischen 1986 und 1990. Fast 40 Häuser standen hier, darin knapp 2000 Wohnungen.